Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solo-Projekt von mir hier auf meinem Zweitkanal. Timfania, nee, Entschuldigung, Timanfaya, verschollen in den Feuerbergen. Das hat auch nichts mit Fire Orange zu tun, sondern ist auch ein Freeware-Adventure, das ich im Internet gefunden habe. Das kann man sich kostenfrei herunterladen. Link dazu tue ich dann in die Beschreibung. Ich habe es mal angespielt. Und muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, einmal von der Musik her, von der Geschichte her erinnert es mich teilweise ein bisschen an das Fan-Adventure Baphomets Fluch 2.5. Der Held sieht ein wenig aus wie Tom Selleck in Magnum, nur ohne Schnauzbart, was ihn mir ein wenig sympathischer macht. Und es gibt Sprachausgabe, das heißt, ich muss nicht ganz so viel reden, weil das Spiel sehr dialoglastig ist, aber vielleicht findet ihr es auch mal ganz schön, mich nicht ganz so oft zu hören und schon gar nicht so viel gackern zu hören. Ich würde sagen, wir legen mal los mit einem neuen Spiel und dann schon mal viel Spaß mit der Intro. Es ist mal wieder spät geworden. Aber das macht nichts. Das kenne ich nicht anders. Abends ganz allein im Büro. Genug Zeit und Ruhe für die ganz großen Fische. Eine Versicherung? Nein. Das hier ist das Finanzamt. Mein Job ist es, Licht in die vielen schwarzen Kassen zu bringen. Freunde mache ich mir damit sicher nicht. Aber Steuerfahndung hat nun mal nichts mit Freundschaft zu tun. Über Langeweile kann ich mich hier wirklich nicht beklagen. Zu meiner Kundschaft gehören große Konzerne, Politiker, Spitzensportler, stinkreiche Privatleute. Es ist schon erstaunlich, wie einfallsreich die Leute werden, wenn es um ihre Kohle geht. Viele gehen sogar lieber in den Knast, bevor sie auch nur einen Cent zu viel zahlen. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Eigentlich sollte es mir nichts mehr ausmachen. Aber dieses ständige Katz-und-Maus-Spiel um die Kohle. Ich weiß nicht. Ach ja, Geld, Geld, Geld. Die Welt scheint sich nur noch um das eine zu drehen. Das ist doch echt zum Kotzen. Haben die Leute denn nichts anderes im Kopf? Was ist den Menschen überhaupt noch wichtig? Ich weiß nicht, wie lange ich noch so weitermachen kann. Ich halte es echt nicht mehr aus. Aber ich weiß, dass irgendwas passieren muss. Ich muss raus hier. Vielleicht sollte ich etwas komplett anderes machen. Oder zumindest erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Jenny. Meine Schwester. Sie sagt mir schon seit Jahren, ich sollte mehr Urlaub machen. Meine kleine Schwester Jenny. Vielleicht hat sie ja recht. Einfach mal weg hier. Den Kopf wieder freikriegen. Ja, das könnte mir gut tun. Mal sehen, was ich so auf die Schnelle bekommen kann. Guten Tag, mein Name ist Anatol. Sind Sie Frank Gruber? Ja, das bin ich. Ich bin der Anwalt von Senor Victor Pineda. Ich habe Ihnen ein Angebot zu machen. Ein Angebot? Senor Pineda möchte, dass Sie seine Tochter finden. Sie ist vor kurzem verschwunden und Ihre Familie macht sich große Sorgen. Haben Sie die Polizei informiert? Ja, sicher. Bedauerlicherweise ist die Polizei nicht in der Lage, sie zu finden. Deshalb wenden wir uns an Sie. Moment, Moment, eins nach dem anderen. Ich kenne Sie überhaupt nicht. Sie sprechen mich ja einfach an und erzählen mir was von einem verschwundenen Mädchen. Sehe ich etwa aus wie ein Babysitter? Wir wissen, dass Sie Steuerfahnder sind, Senor Gruber. Sie sind ein Meister im Aufspüren von Personen, die untergetaucht sind.
Oh, nein, 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 nein. Kein Interesse. Ich mache hier Urlaub. Sie sollten sich unser Angebot anhören. Sie erhalten 5000 Euro sofort. Nein, danke. Vergessen Sie es. Ich mache es nicht. Und weitere 45.000 Euro, wenn Sie das Mädchen gefunden haben. Wie bitte? Eine Sekunde, Sie zahlen mir 50.000 Euro, wenn ich das Mädchen finde? Ganz genau. Ach, kommen Sie, niemand zahlt so viel Geld, um seine ausgebüxte Tochter zurückzuholen. Senor Gruber, ich darf Ihnen versichern, Senor Pineda pflegt in solchen Angelegenheiten keine Scherze zu machen. Sie bekommen 50.000 Euro. Also, was denken Sie? Nun, es klingt zumindest interessant. Werden Sie den Auftrag ausführen? 50.000 Euro. Das ist wirklich eine Menge Geld. Senor Gruber. Also gut, ja. Ich mache es. Senor Pineda wird seine Tochter schon sehr bald wiedersehen. Es wird ihn freuen, das zu hören. Okay, ich brauche sämtliche Informationen über das Mädchen. Wie heißt sie? Und wo wurde sie das letzte Mal gesehen? Ihr Name ist Carmen Pineda. Sie wohnte zuletzt im Hotel Timanfaya Palace. Wir haben dort auf Ihren Namen ein Zimmer reservieren lassen, Senor. Sie können sich also in Ruhe umschauen. Ein Foto des Mädchens, einige Unterlagen und 5000 Euro habe ich in einem Umschlag an der Rezeption für Sie hinterlegt. Wie kann ich Sie erreichen, Anatol? Über die Rezeption des Hotels. Verstehe. Viel Erfolg, Senor Gruber. Danke. Ich melde mich. So, da bin ich. Wirklich ein hübscher Hoteleingang. Mal sehen, ob ich ein paar Hinweise finde, wo sich diese Carmen Pineda rumtreibt. Ja, jetzt geht's endlich los. Was heißt denn rumtreibt? Wieso rumtreibt? Warum geht jeder automatisch davon aus, dass junge Mädchen sich immer irgendwo rumtreiben müssen? Dann wollen wir uns doch hier mal umschauen. Ein Auto. Ein typischer Mietwagen. Ja. Kann ich den nehmen? Keine gute Idee. Schade auch. Was gibt's hier noch? Einen Turm. Maurischer Stil. Ungewöhnlich, aber nett anzuschauen. Naja, ist ganz hübsch. Grafisch finde ich das überhaupt ganz hübsch gemacht. Ich glaube, das ist auch eine Mischung zwischen Foto und, ich weiß nicht, Zeichnung. Wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Dann sollten wir uns doch zunächst einmal ins Hotel begeben, meint ihr nicht? Also rein da. Wow, netter Schuppen, muss ich schon sagen. Sieht doch ganz hübsch aus. Hier steht ein Computer. Da sind irgendwelche Aufsteller. Sollten wir uns angucken. Wir können uns übrigens auch hier Hotspots anzeigen lassen mit der Leertaste, was ich super praktisch finde. Das mag ich sehr gerne. Zeit habe ich genug. Ja, wir auch. Das ist schön. Hier steht ein Computer. Der Rezeptionscomputer. Na, wenn er schon da steht, müssen wir sicherlich irgendwann was mitmachen, denke ich was. Und das schauen wir uns auch noch an. Das sind bloß die üblichen Hotelinformationen. Telefonnummern, Ansprechpartner, Frühstückszeiten. Und kann ich mir das nehmen? Da will ich nichts dran ändern. Okay, dann nicht. Schön, ich würde sagen, wir quatschen mal mit dem netten Die Rezeptionistin. Sie kann mir bestimmt weiterhelfen. Das möchten wir doch hoffen. Das Telefon klingelt. Willkommen im Timanfaya Palace. Wie kann ich Ihnen helfen? Für mich wurde ein Zimmer reserviert. Mein Name ist Frank Gruber. Oh ja, wir haben Sie schon erwartet, Senior Gruber. Ein Moment bitte. Für Sie wurde etwas hinterlegt. Oh, gut. Ja, hier ist ein Umschlag für Sie. Und das ist die Keycard für Ihr Zimmer. Gehen Sie die Treppe runter und dann im Treppenhaus einfach nach links. Vielen Dank. So, jetzt haben wir schon den ersten Krempel in unserem Inventar. Findet ihr nicht auch? Frankie Boy sieht da richtig schick aus hier mit seinen Dreiviertelhosen. Boah, ich kann das an Männern nicht leiden. Furchtbar. Und dieses rote Muskelshirt. Aber egal. Hauptsache, wir kriegen die Aufgaben gelöst mit ihm. Dann unterhalten wir uns doch ein wenig mehr mit der netten Rezeptionistin hier. Ein schönes Hotel haben Sie hier. Darf ich mich mal ein wenig umsehen? Selbstverständlich. Nur zu. Können Sie mir etwas über eine Carmen Pineda erzählen? Ja, sie wohnt hier. Um was geht es denn?
Ja, genau. Vielleicht weiß sie ja was. Wissen Sie, wo sie sich gerade aufhält? Leider nein. Hier im Hotel war sie schon seit einigen Tagen nicht mehr. Haben Sie vielleicht eine Idee, wo sie sich aufhalten könnte? Das haben wir uns auch schon gefragt. Sie sind ja nicht der Erste, der sich nach ihr erkundigt hat. Aha. Wer sucht sie denn sonst noch? Ihre Familie zum Beispiel. Ihr Vater vermisst sie. Er hat uns gebeten, ihn zu benachrichtigen, wenn sie zurückkommt. Kennen Sie vielleicht einen gewissen Anatol? Anatol, ja sicher. Er hat das Zimmer für sie reserviert. Er ist der persönliche Assistent von Carmens Vater. Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Aber es kommt einem doch ein bisschen suspekt vor, nicht wahr? 50.000 Euro ist ein Haufen Holz, dass einer so viel ausgibt, um seine erwachsene, ausgebüxte Tochter zu finden. Kommt mir nicht ganz geheuer vor, aber lasst uns mal weitermachen. Können Sie mir Ihr Zimmer zeigen? Tut mir leid, das dürfen wir nicht. Ach, schade. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Nö. Ach, kommen Sie, geben Sie sich einen Ruck. No, Senor. Ach, nun seien Sie nicht so. Ich möchte Carmen überraschen und zum Essen ausführen. Nein, tut mir leid, das geht wirklich nicht. Aber Sie können hier eine Nachricht für sie hinterlassen. Für den Fall, dass sie zurückkommt. Na, also ich denke, das wird es nicht tun. Aber hier, er schleimt ja ganz schön. ja, ich fürchte, da können wir momentan nichts ausrichten. Also wünschen wir doch dem Mädel mal einen schönen Tag. Einen schönen Tag noch. Ciao. Genau. Wiedersehen. Tschüss. Ja, sonst gibt's hier nichts zu tun mehr, oder? Ich guck mal die Hotspots. Nee, das haben wir alles gemacht. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal ins Treppenhaus. Und wir sollten vielleicht mal diesen Umschlag öffnen. Na, wie machen wir das? Der Brief wurde von Anatol für mich hinterlegt. So ist es. Im Umschlag ist ein Foto und mein Vorschuss. Ha, toll. Klasse. Boah, endlich mal ein Adventure, in dem man ein bisschen Kohle hat. Das finde ich doch schon ganz hervorragend. Ja, ihr Lieben, ob es uns gelingen wird, die Kohle auf den Kopf zu hauen und ob wir Carmen finden oder auch nicht, das wird sich in den nächsten Folgen herausstellen. Also, vielen Dank fürs Zugucken einstweilen und bis dann, bleibt dran.